2015 sitzen wir bei euch. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen auf diesem Podium zum traditionellen Dingebrennen. Vorweg möchte ich diesmal bei unseren treuen Wegbegleitern bedanken, die Jahr um Jahr uns begleitet haben. Aber einmal ist vergessen worden oder keiner konnte was hören, sind wir heute Abend. Ein Danke an den zweiten Fanfaren aus Niebel. Ihr könnt ruhig klatschen. Ein Danke der Jugendfeuerwehr Niebel-Dresden. Heifal, die Kappenberg. Und ein Danke für den geleisteten Brandschutz, den Kameraden der Feuerwehr Niebel-Dresden. So wie der Presse. Liebe Gäste, was für die Rheinländer der Karneval ist für uns Friesen das dicke Presse. Das hat man auch in Berlin aufgenommen. Große Ereignisse werden in den Schatten voraus. So ist er heute. So ist er heute, ja. Was Friesland feiert heute? Dingebrennen, aufgenommen im Kreis Weltkulturerbe. Das Wort hat jetzt unser Gast aus Berlin. Lieber Karol Limbrecht, liebe Niebelerinnen und Niebeler, liebe Dezbüllerinnen und Dezbüller, liebe Gäste aus den Nachbarorten oder aus anderen fernen Gegenden Deutschlands, die Sie hierher gekommen sind, nach Nordfriesland hierher, um heute am 21. Februar Bieke zu feiern, das Nationalfest der Friesen. Angefangen haben wir heute Morgen mit einem Bieke-Empfang der Friesenvereine in Tönning. Heute ist der besondere Tag, der Festtag der Friesen. Und dass von Jahr zu Jahr mehr Menschen, mehr Friesen dieses Ereignis feiern, das ist gut, weil es eine Tradition aufrechterhält. In diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Das Bieke etwas ganz Besonderes, weil, Frau Limbrecht hat es gesagt, das Bieke-Fest jetzt in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes, klingt fürchterlich, aufgenommen worden ist. Aber es ist etwas ganz Besonderes. Es ist die Anmeldeliste für das immaterielle Weltkulturerbe der UNESCO. Und nun darf ich der Jugendfeuerwehr das Kommando geben. Zündet an! Ha ha.
Aber nicht immer. Das ist schon mal so.